Wir bereiten jetzt einen Versuch vor, und zwar Geschwindigkeitsmessung. Das machen wir wieder nach altbewährter Art mit einer Handyaufnahme. Ich erkläre das dann später gleich. Moment, hey! Und Ruhe. Die Geschwindigkeitsmessung, und zwar zu folgendem Thema. Wir haben auf unserem Spielplatz eine Rutsche. Und diese Rutsche, ja, die ist jetzt wannenförmig, möchte ich aber nicht zeigen. Da legen wir einen Ball drauf und lassen den runterkullern. Und mal sehen, wie schnell der dann unten ist. Das heißt, hier in diesem Bereich, hier unten, hier wird es spannend. Da müssen wir das gleiche machen wie vorhin. Und jetzt kommt der Trick. Hier um die Geschwindigkeit, hier die letzte Geschwindigkeit, also bevor der Ball runterfällt, genau davor. Da messen wir das wie folgt. Ich mache es mal größer. Hier habe ich meinen Ball. Und wir legen da ein Lineal daneben. Der Ball bewegt sich aber, ne? Der kommt ja angepfiffen hier. Die Rutsche, ich glaube, sind 2,5 Meter Unterschied, Höhenunterschied. Das heißt, der wird schnell werden. Und wenn wir da so ein Schullineal, also rot-weißes Lineal anlegen, dann haben wir einen riesen Vorteil. Denn das Lineal, mache ich mal so, das Lineal hat noch andere Merkmale. Das hat nämlich hier lauter Zentimetermarken. Und dann kann man hier, wenn der Ball hier vorbeigedonnert kommt, kann man wunderschön in Slow Motion ablaufen lassen, wenn der Ball hier war und im nächsten Bild hier war, dann habe ich hier 1, 2, 3, 4, 6 cm pro Bild. Und dann müssen wir bloß noch die Bildfrequenz ausrechnen und dann haben wir die Geschwindigkeit. Und genau diesen Versuch, den lasst uns mal in Gedanken vorbereiten. Einfache Formeln aus der Physik, das war 7. Klasse, bisschen 8. Klasse, VSS durch T kennen wir, das ist die eine Formel. A ist gleich V durch T, das ist A wie Acceleration, die Beschleunigung, ist Geschwindigkeit durch Zeit. Und wir wissen auch zum Beispiel, dass G, die Erdbeschleunigung, 9,81 Meter pro Quadratsekunde ist. Und es gibt noch eine weitere Berechnungsformel, S ist gleich A halbe T Quadrat und so weiter. Das kann man alles aus Tafelwerken und ähnlichen Werken nachlesen. Aber einen Haken hat es. Das hier, das gilt im Wesentlichen für folgende Bewegung. Und zwar, na, komm, und zwar diese hier. Nicht die, sondern diese. Runterfall, Klatsch, aufkommen. Da kann man das machen. Hier brauchen wir eine andere. Und hier, ich hatte es schon eben gezeigt, hier brauchen wir folgende. Die ist nämlich eine Universalformel, die kann man für alle krummlinigen Geschichten anwenden. Das ist ein Energievergleich. Wenn ich einen Gegenstand fallen lasse, also runter, dann hat er hier oben potenzielle Energie. Das heißt, er könnte fallen, aber solange ich ihn festhalte, macht das nicht. Und hier unten kurz vorm Auftreffen hat er die allerhöchste kinetische Energie. Ich kann auch schreiben E potenziell oder E kinetisch, Bewegungsenergie. Hey, nicht spinnen. So. Und genau diesen Vergleich, den kann man sich zunutze machen, der gilt nämlich auch bei solchen schiefen Bahnen, wie hier auf unserer Kinderrutsche, wo wir den Versuch durchführen können. Ich sage ganz einfach, das, was ich an potenzieller Energie oben extra habe, das wird sich genau hier unten in kinetische Energie umgewandelt haben. Also kann ich Folgendes machen. Die wird ausgerechnet in M mal G mal H, Masse mal Erdbeschleunigung mal Höhe. Das ist hier die Höhe, von hier bis hier. Und die kinetische Energie wird ausgerechnet in 1/2 Masse mal Geschwindigkeit zum Quadrat. Und wenn ich sage, das eine wird in das andere umgewandelt, kann ich folgenden Ansatz machen. Kann ich sagen, die potenzielle ist gleich der kinetischen Energie. Und demzufolge kann ich die beiden Formeln auch gleichsetzen, so wie wir das in Mathe gemacht haben. Ich schreibe einfach m mal g mal h ist gleich 1/2 m mal v Quadrat. Und jetzt sieht man Folgendes, wenn ich diese Gleichung hier vereinfache und ich möchte gerne V errechnen, also ich möchte dann hinterher die Geschwindigkeit errechnen, dann macht man das ja nach der Tippeltappeltour, ich sage Regiestrich, auf beiden Seiten durch M teilen. Dann sieht die Formel schon mal leichter aus. G mal H ist dann gleich noch 1/2 mal V Quadrat. Ich nehme mal 2 und habe dann hier stehen 2 mal G mal H.
ist gleich V qua, ach was, fertig. Und das ist meine Berechnungsformel, dann können wir das erstens nachrechnen und zweitens nachvollziehen. Das heißt, wir sollten uns jetzt ranmachen, diesen Versuch vorzubereiten. Es geht um die Rutsche. Jetzt brauchen wir Leute mit Handys, die am besten Slow Motion haben und so weiter. Holt mal alle Handys raus. Also wir gehen jetzt mal runter, machen auf dem Hof Probeaufnahmen, ob das alles funktioniert mit den, hey, mit den Bildern pro Sekunde und ob man auch genug sieht. Und wir machen da ein paar Fallversuche. Ich schließe das Video hiermit ab und tschüss.